Wunderschön, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier in München. Die Messe, die Cannabis-Messe XXL, hat jetzt stattgefunden vom 28. bis zum 30.07. War zwar nicht viel angekündigt, aber trotzdem gibt es ein bisschen was zu sehen. Freut euch drauf. Neben mir sitzt der Bernd von Cannadream. Die Jungs wollte ich einfach mal euch vorstellen, weil ich finde, die sind es wert. Ihr macht da so T-Shirts. Was ist das Besondere bei euch? Also hallo Bernd erstmal. Hallo. Hi. Ja, wir produzieren 100% Hanf-T-Shirts, made in Germany. Wir arbeiten da mit einer Behindertenwerkstatt zusammen, mit der Regens-Wagner-Stiftung in Nürnberg. Und die werden dann von Gehörlosen, werden die dann zusammengenäht. Und so, der Hanf ist natürlich, ja, verbraucht 1800 Liter weniger Wasser als ein Baumwolle-T-Shirt. Und wenn man das hochrechnen würde auf 100 oder 1000 T-Shirts, dann würde man da sich viel Trinkwasser einsparen und braucht keinen chemischen Dünger. Also ist sehr natürlich und ja. Was mich interessiert ist, die meisten sagen ja, sie können nicht wirklich 100% Baumwolle herstellen, weil Maschinen oder wie auch immer noch nicht da sind. Wie kriegt ihr das dann gebacken? Also die Industrie ist, wie gesagt, neu oder ist gerade im Anfang neu aufzubauen und es wird immer mehr feinere Stoffe oder wie bei uns, wir haben halt mehr den Hanf-Look, damit wir auch den Hanf erkennen, nicht, dass es wie ja, jedes Baumwolle-T-Shirt aussieht, und aber es wird immer mehr und ich denke mal, es werden auch immer feinere Stoffe und die Industrie ist gerade, denke ich mal, am Boomen und ja, Hanf ist die Zukunft. Wie viele Motive habt ihr bereits? Also wir haben jetzt ungefähr so 15 bis 20 Motive, aber wir finden immer wieder neue Motive und man kann auch, jeder Kunde kann auch sein eigenes Motiv oder Logo oder Design, okay, oder ein Künstler, wenn... Also Sonderwünsche gibt es schon. Genau, Sonderwünsche können wir auch beauftragen. Also wir haben einen eigenen Drucker, der eigentlich alles drucken kann, jede Farbe. Also da haben wir jeden Kundenwunsch, können wir eigentlich erfüllen. Wo können die Leute euch finden? Also unsere Homepage ist www.cannadreamclothes.com, also im Online-Shop, und ja, wir schicken weltweit und ja, Deutschland natürlich auch, und ja, sonst, wir wollen natürlich noch versuchen, wenn die Nachfrage steigt, damit wir einen Laden haben, damit die Leute auch anziehen können, probieren können, und wenn es Probleme gibt, Retoure oder sonstiges. Nur, ja, der Anfang ist nicht leicht. Genau, aller Anfang ist schwer, aber ja. Hey, ich wünsche euch viel Glück, unterstützt die Jungs, ey, tolle T-Shirts. Ihr wisst ja, Hanf kühlt im Sommer und wärmt im Winter. Tolle Dinger. Also, bis dahin. Danke, Bernd. Dankeschön. Nie überprüft hat, die diese 1000 Toten und diese Milliarden an Ausgaben in einem sinnlosen Krieg nicht gegen den Drogenhandel, sondern gegen Konsumenten verursacht hat, dass die jetzt sagen, die Länder sollen sich das ansehen und die Gesetze revidieren. Also so gesehen kommen ja die Leute auch schon drauf. Mir ist in 4 Jahren Aktivismus noch niemand begegnet, mit einer einzigen Ausnahme. Dieser Prohibitionist hat lustigerweise ein Glas Bier dabei in der Hand, der gesagt hätte, Cannabis soll weiter verboten werden. Es ist längst angekommen, dass Cannabis ein universelles Heilmittel ist, mit einer Wirkkraft, die uns auch überrascht, aber wenn kleine epileptische Mädchen mit 1-2 Tropfen Cannabisöl plötzlich keine Anfälle mehr haben und auf der anderen Seite jeder alte Mensch Schmerzen entwickelt. Die Zielgruppe ist 100% für ein gesundes Leben, wo man sich theoretisch die Gesundheit auf der Fensterbank anbauen kann. Da muss etwas weitergehen. Es muss einmal anfangen, dass bei Medical Cannabis eine problemlose Lösung gefunden wird. Und ich merke dabei immer, in die Diskussion werden die Betroffenen nicht eingebunden. Das kommt aus dem Drogensektor und da ist einfach keine Mitsprache erlaubt. Jetzt sitze ich hier neben Markus und Thorsten, weil das ist eine super Studentenvereinigung. Wie heißt ihr nochmal genau, Markus?
Wir sind die Students for Liberty. Ihr seht es ja auch im Hintergrund. Markus, erklär mal kurz, was macht ihr? Also außer studieren, meine ich. Und ja, wir studieren eigentlich, aber nebenher engagieren wir uns und wollen die Freiheit in die Welt hinaustragen, sprich die Selbstbestimmtheit des Menschen den Leuten wieder näher bringen. Unser Ziel ist, als Plattform von Studenten Veranstaltungen zu organisieren, Konferenzen zu organisieren, Diskussionsrunden, Vorträge zu organisieren zu kontroversen Themen, den Leuten einfach nahe zu bringen. Die Freiheit ist doch das wichtigste Gut, was gerade sehr stark in Bedrängnis ist. Genau, das ist unser Ziel. Freiheit, wie genau könnt ihr das definieren? Freiheit auch zum Beispiel, dass ihr sagt, es wird schon zu viel abgehört, zu viel kontrolliert, oder wie definiert ihr Freiheit genau? Wir setzen uns generell für freiheitliche Themen ein. Dazu gehört der Überwachungsstaat, den wir nicht befürworten. Dazu gehört die Drogenlegalisierung. Dazu gehören auch Themen wie freie Meinungsäußerung. Also wir vertreten eigentlich in jedem Bereich freiheitliche Werte. Okay. Und wie steht ihr zu dem Freiheit? Wir sind ja jetzt hier auf der Hanfmesse zu dem Thema Cannabis. Wie sollte damit umgegangen werden? Was bedeutet da für euch Freiheit? Es sollte komplett legalisiert werden und wie in jedem anderen Gut auch gehandelt werden. Also so, dass eigentlich jeder Mensch frei entscheiden kann, ob er das nehmen will oder nicht? Genau. Kannst du dir vorstellen oder hast du schon eine Vorstellung, wie für dich eigentlich eine Legalisierung aussehen würde? Eine Legalisierung in der Form ist ganz einfach. Der Staat hat eigentlich nicht vorzuschreiben, was ein Mensch zu tun hat oder zu lassen hat. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass Cannabis ganz und vollständig legalisiert werden sollte. Nicht nur Cannabis, sondern diverse andere Drogen, weil der Mensch am Ende doch selbst entscheidet, was er machen will und was er nicht macht. Geschweige denn, dass in der aktuellen Situation, dass es illegal ist, mal keine Statistiken, keine Zahlen, keine Handhabe, mal mit Leuten, die damit nicht zurechtkommen, gar nicht mit umgehen kann, weil man die Leute nicht auf dem Schirm hat, weil das alles im Illegalen passiert und dort noch sehr viel schwieriger handelbar, ich will jetzt nicht sagen kontrollierbar ist. Deswegen bin ich der Meinung, sollte das vollständig legalisiert werden und der Staat da eigentlich nicht seine Finger reinheben und nicht den Leuten irgendwas verbieten. Und also nicht über Apotheken, sondern schon sollte er selber verfügen. Kann man ganz normal im Laden kaufen. Warum nicht? Warum soll der Staat einem verbieten oder einem einschränken, regulieren, den Handel etc.? Das Ganze ist nur kontraproduktiv, meiner Meinung nach, sieht man in der ganzen Drogendebatte eigentlich von A bis Z. Ja. Diverse Länder, wo es schrittweise legalisiert wird, läuft es immer besser. Todesraten gehen zurück, die Missbrauchsraten gehen zurück und das Ganze wird transparenter auch. Einen Schwarzmarkt, den kann man nicht durchblicken, weil dazu gibt es keine Statistiken. Man sieht nicht, was passiert. Es wird immer nur schlecht geredet, aber im Endeffekt weiß man nicht wirklich, was eigentlich Stand der Dinge ist. Und in dem Moment, wo das Ganze im Legalen passiert, kann man darüber Statistiken, Studien machen etc. Man kann das Ganze wissenschaftlich betrachten. Das Thema, also heute zu forschen, ist ja auch schwierig im Cannabis-Bereich. Das wäre dann auch viel einfacher und dann wäre ganz klar, was ist denn genau schädlich, und dann könnte man entsprechend auf die Leute zugehen und sagen, hey Leute, das ist das Problem, warnen, entsprechend aufklären, meiner Meinung nach nicht verbieten oder regulieren, sondern einfach nur den Leuten aufklären und klar machen, was passiert, wenn ich mich, was weiß ich, entsprechend mit solchen Drogen abgebe oder Aufklärung. Also. Aufklärung, genau. Genauso wie jeder kann mit dem Auto fahren, mit einem sehr stark motorisierten Auto kann er sehr viel Dummheiten machen. Der Staat verbietet einem aber auch nicht, ja, wir dürfen nur 300 PS maximal in ein Auto reinbauen, sondern er lässt ja auch alles zu. Warum nicht? Da ist eine starke Industrie dahinter, ne? Da ist eine starke Industrie dahinter, die es geschafft hat, überhaupt nicht den Staat da reinkommen zu lassen. Aber Drogenthema ist natürlich was anderes. Da gibt es keine starke Industrie, weil es die eigentlich nie gab und der Staat zuerst da war, so mehr oder weniger. Du, mal noch eine Frage. Ihr macht einmal im Jahr oder öfter ja irgendwie so eine Konferenz, habe ich gelesen, ne? Genau. Da können also Leute hinkommen, sich beteiligen, mitreden, oder? Man kann sich bewerben für eine Rede, wenn man ein gutes Thema hat, zu dem man gerne eine Rede halten möchte, und eben sein Abstract abgeben, und da wird man wahrscheinlich angenommen und kann eben auf der Konferenz auftreten mit seinem Thema. Okay, und die anderen Zuschauer können teilweise mitreden, mitdiskutieren, oder? Das geht auch als Diskussionsplattform, ist auch gerne gesehen, dass da mitdiskutiert wird. Wie oft findet das statt? Wir haben einmal weltweit eine Konferenz, die ist in Washington normalerweise. Dann haben wir europaweit einmal im Jahr eine Konferenz. Und dann gibt es in jedem Land in Europa jedes Jahr eine Konferenz, eine Regionalkonferenz nennt sich das dann. Und die sind zu verschiedenen Zeitpunkten, meist so im Herbst. Und kurz zur Frage zurück, genau, wir organisieren das immer so, dass halt der Vortrag gehalten wird und danach eine 10-minütige Diskussion mit dem Publikum ist auch explizit gewünscht, um einfach eine Diskussionskultur zu pflegen und die ganzen Themen einfach diskutieren zu können. Und da sind Fragen sehr gern gesehen. Also das ist unser Ziel, genau hier diskutieren zu können, eine Diskussionsplattform zu bieten, um den Leuten auch einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu sagen. Und ja,
Meinungsvielfalt ist das, was entscheidet am Ende. Und ich finde es auf jeden Fall klasse, dass, dass hier jüngere Leute, Studenten, dass die Vernetzung weitergeht, dass, ja, dass sich einfach ganz viele zusammentun sollten, vernetzen sollten, nämlich nur in der Masse liegt die Kraft. Genau. Und deswegen finde ich schön, was ihr da macht und ich hoffe, ihr habt damit viel Erfolg. Ja. Danke dir. Und vielen danke, Dank, dass ihr vor die Kamera gekommen seid, kurz. Ja? Gerne doch. Bis dann, ciao. Achso, eure Webseite, wie heißt die? Studentsforliberty.org. Alles klar, bis dann, ciao. Danke. Ich habe neben mir Rick Simpson, den Erfinder des Rick Simpson Öls, der schon also vieltausendfach Heilung mit diesem Öl als medizinisches Cannabis erzielt hat. Und wir werden uns jetzt von Rick Simpson ein bisschen erklären lassen, worum es geht. Rick, thanks very much for coming. Can you please introduce yourself? My name is Rick Simpson. I'm originally from Canada. And I discovered the healing powers of cannabis extracts, many years ago. And I used them to treat myself and to cure my own cancer. And then I took that message to the world because the Canadian government wouldn't do anything to bring it out. And matter of fact, they persecuted me. So I live here in Europe now, and I've been going to many different countries and bringing the truth to the world about the healing powers of cannabis extracts. We already know very much that people use natural cannabis, the flowers, for treatment of many ailments. Can you please tell us a bit about the difference between natural flowers and Rick Simpson oil? Well, my extracts are really made from natural flowers. I mean, I always like to grow the plants outdoors, you know, in nature, the way they should be grown. This is a farm crop. But, you know, all of this term, this whole thing, Rick Simpson oil, all this means is the highest quality medicinal cannabis extracts. And those extracts are produced from indica varieties of the cannabis hemp plant. Very strong sedative indica varieties. That's what you need to produce the real RSO. Simpson oil has become a household name among medical cannabis patients. How many people have you personally treated and helped with Rick Simpson oil? Well, when I was still in Canada, I treated over 5,000 people. But I still, every day, I receive reports from all over the world from people that are using these extracts. And, you know, and people that made the extracts properly or were able to find the proper extracts are having magnificent results. So I've been contacted by tens of thousands of people, you know, that were using these extracts successfully. Could you say any focal points where cannabis is a sure cure? Yeah, anything that shows up extremely often and where you say there's a high probability that Rick Simpson oil or cannabis will help get these people? Well, I mean, there's no guarantees in medicine. But I can tell you that I don't know of any cancer treatment on this planet that even nearly begins to have the success rate that these extracts have. I mean, I've seen like people that have had no chemo and radiation, and I would say in well over 90% of cases, you know, they're cancer free. And even people that have been badly damaged by chemo and radiation, we can still save, I would say around 80% of them can be saved if they take the extracts properly. How does Rick Simpson oil actually work? How do people consume it? How do you advise them how to take it? Well, it works. The extracts work with our endocannabinoid system. I mean, we all have an endocannabinoid system. All animal life does. So they work directly with your endocannabinoid system. And what's wrong, you see, in this world, we're living in a poisoned environment. And our, you know, and this is compromising our immune systems. And when your immune system is compromised, I mean, our bodies produce natural cannabinoids. But they can't, you know, when the immune system is compromised, they can't produce enough of them. This is when the cannabinoids from the cannabis hemp plant come into play because they fit right into the same receptors that our own natural cannabinoids fit into. So it's the most sensible treatment I think that anybody can use to treat any illness. Yeah.
Now, your specialty, the so-called Rick Simpson oil, you developed this method to get a cannabis concentrate. Yeah, it's people do not smoke the flower anymore. It's something you take. Can you just briefly explain how it's made, what's coming out, tell us what's turned from the plant into the oil, and if it's very complicated, just a brief explanation of the product. It's not complicated at all. As a matter of fact, if you have a computer, it's right on the internet. You can see how we make it. I got a video up there called Making Cannabis Oil with Rick Simpson. That was shot in India in 2015. This is medicine that anyone can produce themselves. There's no rocket science. The other part of the question is, how should people use RSO to have a healing effect? Okay. Well, if you go to my website, phoenixtears.ca, all the information's there about the dosage instructions, how to produce the medicine properly. You know, there's a wealth of information there. So that's really all you have to do. But producing it, I mean, you're simply taking 450 to 500 grams of high-quality bud. You're putting it in, most people don't have stainless steel buckets. It would be nice if we all did, but even a plastic bucket. Put the cannabis, the bud, in a bucket, dampen it with the solvent, and then crush it up with a stick. And then when it gets crushed up, put enough solvent that it just comes over, about a half an inch or an inch over top of the plant material. Once you've done that, work the plant material with the stick for about 3 or 4 minutes, and then pour off the solvent oil mix, and then put more solvent in with the plant material, wash it again, that's the first and second wash, and pour that in with the first and second, or with the first wash, and then you take it and then you pour all of this through a coffee filter. That takes out any plant debris or anything like that nature. And once you have the oil solvent mix and the plant material is left in the filters, then you simply take it and use something like a rice cooker to boil the solvent off. And you're with a miracle drug. You were talking about a solvent. What do you use as the solvent? I've used ether, I've used naphtha, I've used isopropyl alcohol. There's many different things you can use. But I always preferred to use ether, or they call it benzene here in Europe. But it's like a cleaning solvent. You can buy it in hardware stores. And if you're questioning whether a solvent will work or not, it's best just to put your finger in it. And if a solvent is a high-quality solvent, within 30 to 45 seconds, it will evaporate off your finger completely. And once that, if it does that and leaves no oil residue or anything behind, that's a good solvent to use. And they're always clear like water. But if there's an oily residue or it takes 3 or 4 minutes, I wouldn't use that. That solvent would have additives that you don't want in your oil. Well, I know about the Rick Simpson Cure is that people regularly have to take about 100 grams in 100 days. So how much is needed? Can you advise viewers of this how much people should take and how they should begin take the dosing? Well, again, the dosage instructions are all on my website. But, the standard cancer treatment, if you've had no chemo and no radiation, a standard cancer treatment would be 60 grams of high-quality oil, and you take that over 90 days. But if you've had chemo and radiation, that leaves damage in your body that lasts a very long time, and it can bring the cancer back. So people that have taken chemo and radiation, I always tell them it would be best if you took 180 for the next 5 or 6 months, and you got to undo that damage, because if you don't, the cancer will come back. So this is what I recommend that people do. Another question, Mr. Dr. Grotenhermann, who is certainly a medical cannabis capacity in German and in history, has helped improve, pave the way towards the consumption of medical cannabis, which is natural. He has been criticizing you now in a public letter and also in a forthcoming book. What's your stance on these allegations? Is this just sort of an argument between scientists, or do you have any words to it, or should we just cut it out? Look, I mean, I do lectures with the top experts in the world. Dr. Lemire Hannoud, Dr. Paul Hornby, Dr. Robert Malamede, all PhDs, the top people in the world. I don't know who this guy is, but I don't think he knows what he's talking about. It's that simple. And he's telling me that I should tell people, I shouldn't be telling people not to take chemo and radiation. I mean, chemo and radiation are poison.
But these doctors, you see, to cover their asses and make it look like they've done nothing wrong, they want people to take chemo along with the extract. As far as I'm concerned, chemotherapy is nothing. So is radiation, and these damn oncologists know it, because oncologists, if they have cancer themselves, they will not take their own treatments. So what's this good doctor talking about? What's your stance on this? Why is it happening so slowly? Many people by now say is, we have a health system that is built on you staying sick. So you come again and the doctor charges you again. What's your stance? Well, I think the pharmaceutical industry is corrupted right to the core. And it's just as you said, they don't want to heal people. They want you to keep coming back so they can suck more money out of you. That's what it's all about. You know, I mean, doctors today are not following the Hippocratic Oath. Right in the Hippocratic Oath, it says, first do no harm, and it says, as a physician, I shall not administer poison. But practically every medication they give us is liver toxic, poison to the liver. And then when you move on to chemotherapy and radiation, well, it gets even more insane then. Because, I mean, these treatments are nothing but destructive. And I have no respect for any that would even recommend such treatments. Well, I mean, when it comes down to citizens' initiative to grow their own cannabis, I mean, it's a natural right for any human being to grow and use these plants. I mean, it says that we have the right to do this right in the Christian Bible, for God's sakes. You know, and so, to me, I mean, I'm here to set the plant free. I don't want to hear these words, criminalization or decriminalization. The only word that should be used here is total repeal. Repeal these absurd laws. They're all based in lies, deceptions, and corruption anyway. It's time we got rid of them, and it's time we healed the people. Aus der Praxis, da Herr Polizeipräsident Wimper eigentlich genau die Position sieht, der eben sagt, das Ganze ist ein Unsinn und das Ganze muss weg und das sollten wir eigentlich auf einem weißen Blatt Papier noch einmal beginnen.